Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zurück zum Car Manufacturer. Ja, ich habe die Produktion drüben in der neuen Fabrik mal fertig gemacht. Ich habe einmal oder zweimal oder dreimal Strom gesetzt. Da hat man wieder ein bisschen Defizit. Ja, ansonsten mit den Gerätschaften läuft das hier soweit. Wir haben jetzt den Peugeot hier immer noch am Laufen oder ja, jetzt laufen, wie auch immer. Und vielleicht würde ich mal sagen, können wir den IFA auch mal ersetzen. Einfach, weil wir es können. Ja, würde ich dann mal hier stoppen. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. So. Ja, vielleicht können wir auch noch mal hier bei der Farbe etwas ändern. Müssen wir mal gucken. Machen wir auch mal so Minz. So eine Minzfarbe. So, die Produktion hier. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier ein paar Sachen gebaut. Gegenüber zur letzten Folge sind vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal 5 bis 10 Minuten irgendwas vergangen. Also nicht so viel. Und ich habe hier halt mal so ein paar, wo es ein bisschen eng werden könnte, ein bisschen was mehr gesetzt. Ja, und ich denke, wir werden das jetzt einfach mal hier anwerfen und dann gucken wir mal, wie das läuft. So. Ja, und es geht eigentlich ziemlich schnell. Und ihr seht auch, da ist er schon dabei. Das hat er sogar mal einen Arbeitsschritt gemacht. Nicht schlecht. Da tun immer zwei dasselbe. Ja, und dann sind wir auch schon leer. Und jetzt müsste Nachschub kommen. Also, das ist so ein bisschen, ja. Okay, der hat die Stange schon, obwohl noch gar kein Rahmen da ist. Das ist natürlich auch der Brüller, ne? Ja, das ist ja Beschiss. Okay, wir merken also jetzt, durch das haben wir hier einen Stau. Ja. Das könnte man gleich mal korrigieren. Warte mal, was hat denn der hier? Was hat denn der hier drin? Jetzt geht es auf einmal weiter, ne? Ja gut, das sind dann immer 5, die er macht. Ist auch nicht schlecht, ne? Aber vielleicht können wir hier auch mal auf 10 hochgehen. Denn so viel ist es nicht. So, die sind jetzt hier leer. Und die brauchen Kühler, Motor und Auspuff. Das haben wir 4-mal da. Dann könnte man hier durchaus. Okay, das schaffen sie nicht. Dann, ja, es sieht okay aus, wie es momentan läuft. Ja, die Kurve wird nicht gut genommen. Das gefällt mir nicht so, aber okay. Hier fehlt es jetzt auch. Warum fehlt es hier? Da kommt wieder was. Okay, das war die Karosserie. Hm. Ja, und da haben wir 2, 4, 5, 6 Autos. Schon fast fertig. Okay, sie laufen über die Förderbänder. Das ist eine unheimliche Erleichterung, finde ich. Das passt schon. Die sind mal 2 Autos fertig. Mhm. Wieso fährt denn der hier durch? Ach, das ist die Elektronik oder was das war, ne? Die irgendwie komischerweise kein Dings hat. Naja, dann ist das so. Okay, also so stelle ich mir das vor und noch ein bisschen besser. Ja. Das sage ich aber auch mal. Da müsste man eigentlich hier drüben alles stilllegen, ne? Was haben wir denn eigentlich für eine Gewinnmarge mit dem Fahrzeug? Da muss ich ja mal gucken. Da haben wir jetzt $552. Das ist eigentlich okay. Ja, wir haben hier auch noch Werbung drin, die können wir dann, glaube ich, mal. Wir lassen sie nochmal drin. Wir lassen sie nochmal drin. Aber hier bin ich eigentlich so weit, dass ich sage, wir könnten hier das eigentlich mal stoppen. Und das Fahrzeug hat ja auch nicht so viel, ne? Was hat man da? Ja. Weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Aber wenn das natürlich hier drüben, die ganzen Arbeiter, das hier drüben läuft, dann kommen hier natürlich Autos raus ohne Ende, ne? Was sich momentan ja hier ein bisschen aufteilt. Ja, dann hätten wir einen funktionierenden Strang, der uns richtig gutes Geld bringt. Sind wir ehrlich. So, ich block das mal hier. Den stelle ich jetzt auch mal ein, den Rolls-Royce hier. Das ist
Das ist einfach dann so. Gut, dann haben wir das und ich hoffe, dass jetzt hier Ressourcen frei werden für die Sache, dass hier Zeug gebracht wird. Jawohl. Und ich nehme mal das Geld in die Hand und baue hier mal noch ein paar... Wo sind sie denn? Ein paar Roboter. So, zum Beispiel den hier. Und ich tue das aber auch gleich einstellen, ja, dass wir hier da genug haben. Genau. Nochmal reingeschaut. Ja, mehr... Oh ja, doch, zwei wären möglich. Haben wir das hier auch schon drin? Nö, siehst du, habe ich gar nicht erhöht. Hätte ich vielleicht gar nicht bauen brauchen. Hm. Da haben wir es drin. Okay. Gut, dann sind das jetzt 8 Stück rein theoretisch. Wir können hier mal gucken. Das geht nicht höher. Da sind wir bei 5 angebunden. Dann muss ich hier auch noch einen Roboter setzen. Der sollte 10 haben, stimmt das? Ja. Okay, da passen 2 hin. Das heißt, wir müssen hier nochmal 2 Roboter setzen. Damit die 8 auch bedient werden. Mhm. Wie sieht es hier aus? Da haben wir 5. Da können wir ganz locker auch auf 20 gehen. Ja, das macht er, das läuft. Mhm. So, wie sieht's hier aus? 20, das hat man. Dann können wir hier gerne mal gucken. Hier haben wir 5. Ja, ich gehe hier auch mal auf 20, dann haben wir das Ding voll immer. So. Das ist eine Karosse. Hier haben wir auch eine Karosse. Das ist auch eine Karosse. Wie viel Geld haben wir denn? Ja gut. Das sollte hier reichen, hoffe ich mal. Was auch immer das hier ist. Es sind Elektrosachen, aber sollte es da nicht vielleicht trotzdem irgendwie einen Einkauf oder was geben? Keine Ahnung. Ach so. Aber es ist ja leer. Warte mal, da mache ich ja einen Fehler. Weiß ich, mache ich mal 20 Stück. Kosten tut sowieso nichts. Es fährt hier irgendwie durch. Komisch. So, Geld haben wir momentan keins. Müssen wir abwarten. So, dann haben wir jetzt hier den... ja. Schönes Modell haben wir auf jeden Fall. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich es richtig schreibe. Eine Chaika. Eine Chaika. Warum eine Chaika? Kommt aus Russland und ist ein Staatslimousinenhersteller mal gewesen. Mittlerweile stellen sie sowas ähnliches her wie ein Rolls-Royce. Sieht wirklich gut aus. Lässt sich Putin damit rumchauffieren. Sieht echt toll aus. Ja, für die russische Oberklasse. Chaika. Gut. Ist 4,7 Liter in V, also in Reihenzylinder 8.
rein 8-Zylinder. 120 PS finde ich ein bisschen wenig. 150 maximale Geschwindigkeit, 1670 Gewicht, Coupé Familie 1928. Das ist hier drüben. Ja, hier fehlen mir dann welche. Ja gut, werden wir sehen, wo das hinführt. So, mal gucken, wie das hier läuft. Wir haben nicht genug Fahrzeuge. Ich nehme die mal wieder mit rein. Dann sollten sie ja auch beliefert werden. Mehr oder weniger. Ja. Mal gucken, wie es läuft. Ja, ansonsten müssen wir noch ein paar Leute einstellen. Ist ja auch nicht so schlimm. Das Geld wird das dann schon bringen. So, hier stapelt es sich. Und die sind hier leer. Mhm. Das sind die Rahmen, ne? Oder wie auch immer die das nennen. So. Der hat hier was reingetan. Ich würde sagen, der hat hier was reingetan. Der hat nichts da reingetan, der hat hier was reingetan, ne? Meiner Ansicht nach. So, wir probieren das mal. Ich werde jetzt mal nochmal 5 Leute einstellen hier. 5 gute. Den nehmen wir. So. Drei, vier, fünf. So, dann schauen wir uns hier drüben mal an. So, wir machen das mal. Ich hoffe, die werden gleich mal trainieren gehen. So, wunderbar. Wie liegt man in der Zeit? Ja, gerade erst angefangen, passt. Das Schöne ist, wenn die jetzt auf 4 gehen, machen die gleich weiter. Kurz ausruhen und dann geht es auf der 5 Richtung 5 weiter. Ne? Und wenn sie das haben, kann ich gleich die 6 angeben. Ja. Das ist echt das Schöne hier. Okay, dann sind die auch durch und dann bringen die uns ein bisschen mehr Zeug. Okay, da geht es weiter. So, ich muss mal gucken. Autos haben wir, das läuft. Geld kommt auch rein. Muss trotzdem mal gucken, dass wir hier die, die ein bisschen preiswerter sind, die Fahrzeuge, dass wir die in die Versenkung schicken. Ja, wie den zum Beispiel eigentlich. Ich stopp die jetzt, die Produktion von dem, auch wenn der niedlich aussieht. Ja, dann sollen sie ja nochmal einen drauflegen oder was? Ach egal, komm, mach weg. Und das ist gut. Okay, dann haben wir das. Dadurch werden ein paar Arbeiter frei, die andere Sachen hier bringen können, zum Beispiel an unsere schöne Fabrik hier. Mhm. Ja, so stelle ich mir das vor. So sollte das laufen. Bis auf hier funktioniert es irgendwie nicht so. Aber das wird schon. So, da haben wir noch ein Auto, was hier noch... Hatte ich nicht gesagt, stopp. Okay, dann hat die das wohl schon aktiviert hier.
kein Problem. Gut, sehr schön. Wir können aber auch mal hier die Farbe ändern, ne? Schönes Rot. Jawohl. Also das mit der Elektronikstation, das scheint wohl so irgendwie zu laufen, wie auch immer. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie blöd, wenn der vorher schon den Lenkrahmen dahin macht, also für die Lenkgestänge oder was das ist. Bevor der Rahmen da ist, das ist irgendwie komisch. Naja. So, ich mache hier, wir haben ein bisschen Geld wieder, ich mache hier nochmal einen Roboter hin für das hier, dass hier ein bisschen schleift und hoffe, dass die das dann hier auch ranbringen. So, ich fahre den runter, ich fahre den runter und den hässlichen fahre ich hier auch runter. So, damit müssen, glaube ich, alle Autolinien gestoppt sein. Jawohl, sehr gut. Nicht schlecht, oder? Lenkrad. Vordere Sitzbank. Beifahrer Sitz. Dann verließen sie ihn. Werden wir auch mal erhöhen hier. Dann kommt das vielleicht in einem Paket. Aber die müssen nicht so viel laufen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also mit die Karosserien läuft es auch nicht so gut.
Aber es könnte sein, wenn wir jetzt drüben ein bisschen was eingestellt haben. Ja, jetzt kommt ein bisschen was vermehrt, ne? So, tun wir mal ein bisschen die Farbe ändern. Sehr schön. Leichter Stau. Ja, hier haben wir ein Problem, ne? Sehr gut. Ja, siehst du, geht's doch. Okay. Und hier haben wir das nächste und hier haben wir noch eins. Sehr schön. So. Ja, ich komme hier leider nicht weiter. Das muss jetzt sich ein bisschen einspielen. Ich habe jetzt alle Leute eigentlich da drüben. Rein theoretisch brauchst du die nicht mehr. Ne? Das sind 15 mal 17. Da sind wir bei 250, sind wir bei 3000 im Jahr. Die wir gerade nicht brauchen. Aus. Guck dich das mal an. Cool. So, da können wir aber die Farbe wieder ändern. Schön. Also ich denke, dass wenn die mal hier dann wieder was bringt, dann geht das mal wieder eine Weile. Wir haben eigentlich so keinen großen Stau. Also ja, aber es sind eher die Produktion hier unten, die ein bisschen brauchen. Hm. Da könnte man auch noch mal einen hier hin und vielleicht einen hier hin, weil der ist immer chronisch leer. Die sind auch immer chronisch leer eigentlich. Und ich sehe gerade, wenn wir hier einen vierten hinmachen, ja, wenn wir hier einen vierten hinmachen, dann ist der mit einmal fertig. Das wäre doch möglich. Also hier oben staut sich es ein bisschen. Ne? Macht aber nichts. Hier staut sich es auf jeden Fall. So. Okay, an der Ausfahrt staut sich es jetzt. Hm. Ich muss mal hier gucken, was er hier macht. Ich gehe hier mal auf 10 hoch. Hier ebenfalls. Hier ebenfalls. Ja. Die Autos staunen sich. Das ist ja nicht so toll. Zwei Verkäufe, drei, zwei Verkäufe.
Aber ist irgendwie cool, trotzdem. So, müssen wir mal die Farbe ändern wieder. Hier. Ausgezeichnete Qualität. Schlechte Qualität. So, müssen wir mal gucken, ob die auch jemand mal da reinfährt. Genau. Jetzt kommen ein paar rote Flitzer. Sehr schön. Fände ich auch gut, wenn du hier einstellen könntest. Farbspektrum, zum Beispiel 10 Farben, die du so vorsorgen kannst. Und dann würde er das immer im Wechsel machen. Ne? Finde ich auch eine schöne Sache. Okay, wir haben ein bisschen Autostau. Das ist aber nicht so schlimm. Im Moment zumindest. Das ist ja wieder hier. So, was können wir dagegen tun, gegen Autostau? Weiß ich nicht. Es kommen immer mehr Leute, unser Ruf steigt. Wir haben eigentlich alles Mögliche an Forschung hier, an Werbung haben wir draußen, ne? Ja, das kann ich jetzt nicht ausgeben, da fehlt mir das Geld vielleicht. Weiß ich nicht. Oh, die Runen hier, das ist schlecht. Macht mal das hier. Oh! Ist das die Zu-Variante, mehr oder weniger? So ein bisschen? Ja, guck mal, wie das aussieht. Also, so habe ich mir das vorgestellt und so hat sich das auch jetzt bewahrheitet. Hier wird sich noch mal 3 hinmachen, dann käme das noch schneller raus. Aber dann wäre der Parkplatz auch schneller voll. Wir haben jetzt 10 Fahrzeuge. Wir müssen das mal im Auge behalten. Der fährt rückwärts. Oh, nicht schlecht. Der ist hier rückwärts rausgefahren, ne? So, ich kann mal gucken, ob wir noch ein paar Fahrzeuge hier. Das zum Beispiel. Okay, das fährt vom Hof. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was drehen. So, sind 9 Fahrzeuge, 10 Fahrzeuge, 9 Fahrzeuge. Wir machen nicht viel Gewinn, ja. Ich würde mal sagen, fast gar keinen. Das ist schlecht. Was haben wir für eine Einstellung? Monat aufs Jahr gesehen? Sind wir die ganze Zeit im Minus? Das ist nicht gut. Okay, ich muss jetzt leider zu der Tatsache greifen, dass wir uns hier trennen. Für den Moment. Fünf Verkäufer, 5 Forscher. Das habe ich gebraucht für ein Forschungsdings. Das haben wir eigentlich bekommen. Aber die Forschung wird auch immer teurer. Von daher müssen wir das beibehalten. Ja, und so sieht das doch schon mal ganz schick aus. Aber wir brauchen mehr Absatz. Wie kriege ich jetzt den Absatz noch? Und so, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fahrzeuge, 12. Es steigt weiter. Das ist schlecht. Machen wir mal ein paar blaue. 6, 12 Fahrzeuge, 2 mehr als vor uns. Was ist denn, wenn ich die Verkäufer? Ja. Da haben wir bloß 2 Verkäufer im Moment, das macht aber nichts. So, ich werde die mal hier abreißen. Das werden wir jetzt mal machen. So, dann hauen wir das mal raus. Da kommt nicht nur Geld rein, sondern unser Strombilanz geht wieder in den Keller. So wie das sein soll. Und wir kriegen ein bisschen Geld rein.
Unser Geld geht in den Keller. Na, wir nehmen es nochmal. So, wunderbar. Haben wir. Dem Strom hat es nicht gut abgetan. Ist aber auch nicht so schlimm. So, die Produktionsanlage werde ich mal canceln. Ich möchte zumindest den Strom auf plus minus bringen, erstmal für den Moment. Und das heißt, wir verkaufen mal, was hier drin ist. Okay, es geht wieder nach oben mit dem Geld. Sehr gut. Das sind sowieso die alten Anlagen, da kriegt man die Hälfte wieder. Na, das ist doch nicht schlecht. Dann muss der aber auch mal nehmen, wenn ich hier drauf drücke. Hm. Ist ja ein Ding. Okay. Und einmal weg damit. Wunderbar. Dann haben wir das. Und die alte Anlage kann hier auch weg. Machen wir erstmal die weg hier. Warte mal. Dann gehen wir erstmal die Sachen hier abstellen. So. Wunderbar. Dann können wir es verkaufen. So, dann haben wir das, 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 das und das. Und das machen wir so. Wunderbar. Gut, dann schauen wir mal. Wie sieht's aus? Blaue haben wir jetzt genug. Ich würde mal sagen, nee, nicht verkaufen. Hörst du auf. Bist du wahnsinnig. Ja, ich will mal die Farbe wechseln. Mal ein dunkles Blau. Uiuiui, wir haben zu viel. Wir verkaufen, aber wir haben eigentlich zu viel, ne? Das wird zu viel produziert. So, ich gebe denen jetzt mal die Chance, hier die ganzen Regale und alles aufzufüllen. So, wir lassen das hier weiter judeln, was hier weiter rauskommt. 2, 4, 6, 8, 9, 14 Fahrzeuge. Ja, wir haben ein klein wenig Überhang. So. Die anderen Modelle gibt es nicht mehr, die nehmen wir mal raus. Gibt nur noch ein Modell. Das macht es einfach einfacher. Und den nehmen wir auch raus. So, wunderbar. Schade, dass man das nicht überall reinmachen kann, dasselbe Modell. Finde ich ein bisschen schade, dass es nur einmal geht. Warum kann man das nicht? Warum sollte es nicht gehen? Also, man kann ja dann die Werbung sperren, in dem Fall, sage ich mal. Na? Also, das wäre schon möglich. So, da ist ein Modell fertig geworden, sehe ich. Hier, Farbe. Machen wir mal ein bisschen helles Türkis. Okay, Modell ist fertig geworden. Wir können, ja, Name. Der sieht so aus und der muss es unbedingt sein. Und zwar der hier. Bin ich davon fest überzeugt. Holden aus Australien. 5,3 Liter, ein rein 8-Zylinder passt auch. Die haben immer eine hohe Motorisierung, die Fahrzeuge dort. 117 PS Motorleistung, 145 maximale Geschwindigkeit, 1,3 Tonnen Fastback, also hinten so rucksackmäßig was dran. Und Familie.
Ja, wunderbare Sache. Gefällt mir. Ja, ich weiß noch nicht, wo die Reise hier hingeht. Momentan kriegt man ein bisschen Geld rein. Die kaufen zwar trotzdem noch ein, für die Sachen, wo es weitergeht, aber ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen ruhiger und wir können vielleicht das Geld mal in den Forschungsbaum investieren. 2, 4, 6, 8, 9 und nochmal 7, sind wir bei 16, sind wieder 2 dazugekommen. Wie kann ich denn das jetzt noch irgendwie machen? Mit mehr Ruf eventuell? Werbung freischalten. Werbung ist aber auch nicht so der, unbedingt jetzt der Brüller, der das bringt, ne? Forschungsfräsmaschine. Ja, das Geld habe ich nicht. Ich habe 22. Ich hätte gerne... Kaffeemaschine haben wir hier. Was haben wir denn hier noch? Da fehlt mir... Entdeckung der beliebigen Blaupause. 25 brauchen wir. Das fehlt mir auch. Das sind 11.000, die ich jetzt nicht ausgeben will. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das ist hier die Schredderfabrik. Weißt du was? Da können wir mal. Das kann ich euch mal zeigen, was das ist, wenn ich es finde. Strom. Was ist denn das hier? Die Teileproduktion. Die ist natürlich auch eine geile Geschichte. Lagerförderknoten hoch. Ach, da kommt das von oben herab, oder was? Zwischen Lagern. Okay, keine Ahnung. Was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir alles, da haben wir alles. Das passt. Hier ist noch was offen. Was ist das hier? Autopräsentationsständer. Hups. Autopräsentationsständer 300 Mäuse. Da wäre die Frage, kann man dann jedes Modell da draufstellen? Dass man da so eine Hierarchie oder so sieht, wie man... Jemand mal angefangen? Ach, das ist ja niedlich, ist das hier. So, 2600 und wir machen das natürlich mal hier mit dem Grünen. Können wir den da hinschicken? Warte mal. Wir nehmen mal irgendein schlechtes produziertes Auto. Schlecht, der ist schlecht. Und den nehmen wir mal, blockieren Sie den Verkauf. Zur Demontagewerkstatt schicken, zur Reparatur, zum Schreddern schicken. Den schicken wir mal zum Schreddern. Das will ich jetzt mal sehen mit euch. Das schauen wir uns gerne mal an. Also so hat das Spiel schon was, aber es hat noch seine Ecken und Kanten, wo ich mir wünschen würde, nicht durch die Halle fahren. Hallo? Pass auf jetzt, pass auf, pass auf. 789 Mäuse gab es dafür, ehrlich? Echt? Warte mal. Was kosten das sonst? Ach, das waren die Fabrikationskosten. Ach, Herr Jemini. So, ich gebe mal wieder Gas hier oben. Wir haben es doch. So, ich mache mal irgendwie wieder eine schöne Farbe. Machen wir mal ein bisschen gelb oder so. Dieses Beige ist vielleicht auch nicht so schlecht, das Terrakotta. Okay, jetzt ist alles voll hier. Nee, nicht. Da gibt's Kohle wieder. Das ist ja mal eine geile Geschichte. Also die Farben mag ich auch. Ja. Allgemein mag ich die Farben. Das Grün sieht eigentlich auch nicht so verkehrt aus. Auch das Türkis. Oh, hier, die sind schlecht. Die müssen an den Schredder. Reparaturwerkstatt. Mal sehen, ob sich einer drum kümmert. Und mal sehen, ob es ein bisschen aufgewertet werden kann. Das würde ich gerne mal wissen von dem Modell. Ja, das mit dem Schredder ist schon irgendwie cool. So, jetzt fährt er hier rein. Der ist bei schlecht. Mal gucken, wie er rauskommt. Mit noch mehr schlecht. Ist bei schlecht geblieben. Weißt du was? Dann ist dein Ziel der Schredder. Stellt er den wieder hin? Fahrt er dann gleich zum Schredder? Was soll denn das? Auch jetzt ist er ausgezeichnet? Ne, dann nehmen wir raus. Haben wir uns da verklickt? Okay.
So, wir gucken mal, was wir davon dann in den Verbesserer bekommen. Ja, schick. Gefällt mir. Also ausgezeichnet kommt die jetzt raus. Gut. Dann kehren wir mal zur Originalfarbe zurück. Ne, wir machen nochmal so ein paar von denen. Sie ist schon wieder leer, ne? Aber trotzdem läuft das irgendwie. Das läuft und ich bin eigentlich ganz froh drüber, denn es bringt uns trotzdem Geld ein. Wir steigen im Preis. Fahrzeuge sind mehr oder weniger vernünftig, kannst du machen. Der geht in den Schredder. Gibt's die Materialkosten wieder? Das ist cool. Ja, das ist nicht schlecht, gefällt mir. Was ist denn das eigentlich für eine Farbe hier? Das soll ja so ein, naja, beige oder was sein? Ja, irgendwie schon. Sieht eher aus wie ein bisschen Gold, ne? Okay. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn jetzt noch meine... meine Sache hier... dass der Absatz noch ein bisschen nach oben geht. So, ich kann das Modell mal hier kurz reinnehmen. Ich würde gerne mal gucken, was es kostet. 589. Nö. Will ich dann doch nicht. Bleibe ich lieber bei 589. Ja, ist ein bisschen mehr, aber trotzdem gefällt mir meiner besser. So, okay. Gut, dann machen wir noch mal ein paar davon. Und ich gucke noch mal durch, was hier so die Quali ist. Ich finde es halt besser, wenn man noch so einen Vorparkplatz hätte, wo man die erstmal parkt und dann kann man mit denen entweder einen Schredder oder sowas machen. Ne? Das Zuweisen des Parkplatzes. Alles muss hier zuweisen, aber den Parkplatz kannst du ja nicht zuweisen. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber ich denke mal, das kommt noch. Sollten hier mal LKWs Einzug halten, finde ich das auch eine spannende Sache. Ja. Das wird auf jeden Fall was werden. Weißt du, ich schicke ich mal einen Schredder. Macht nichts. So, ich stopp mal die Produktion hier. Ich fahre mal. Ne, brauchen wir nicht runterfahren. Kann ich das hier einfach so verlegen? Das wäre mal eine interessante Sache. Jo, das geht. Das ist ja nicht schlecht. Warte mal. Dann drehen wir das mal hier. So. Das passt. Ja, wir könnten den Parkplatz jetzt erweitern. Oder wir könnten es so lassen.
Die Autos sind mittlerweile schon ganz gut hier. Ich weiß noch nicht, wovon das abhängt. Die sind alle ausgezeichnet. So, wunderbar. Da war das schon verkauft. Nichts mehr mit Schredder. Auch gut. Gewinn ist auch gut. Okay, wir lassen das mal ganz kurz ein bisschen leer laufen. Wir sind in der 48. Minute. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Fabrik mache. Hier bräuchte ich natürlich dann auch eine Produktion. Aber ihr seht, wir haben eigentlich genug und wir kommen nicht hinterher mit dem Absatz. Ich werde jetzt nochmal schauen. Wir haben 35.000. Was ich jetzt hier noch tun kann. Werbung, Popularität. Ich glaube aber nicht, dass Werbung jetzt hier die Lösung dafür ist. Ganz ehrlich nicht. Ich werde es mal aus Langeweile. Beim Verschrotten von Teilen. Zählt das auch für den Schredder? Nee, ne? Was haben wir denn hier noch? Demontage? Oh, Demontage. Schaltet die Autodemontage frei. Was? Habe ich mal gemacht. Und was machen wir da? Können wir dann Fließband machen, wo wir die demontieren? Und dann? Was habe ich dann davon? Demontagewerkstatt. Ich baue die mal hier. Ich weiß aber nicht, was die macht. Hier können Sie Autos zerlegen und Teile bergen. Kapazität 100. Ja, und was soll ich da machen? Na, weißt du was? Ich guck mal. Autos, die hier ein bisschen schlecht sind, die werden wir mal demontieren. Die sind momentan alle in super Zustand hier. Kann ich dich bewegen? Jawohl. Dann... machen wir das mal so. Und ich nehme nochmal so eine Aufbügelanlage hier mit. Die hier. Die setze ich nochmal auf die andere Seite. Prüfen das mal, ob das funktioniert. So. Die sind alle top hier, ne? Die habe ich alle schon gefixt. Aber die kaufen immer bloß von dir vorne weg, der Reihe nach. Naja. Läuft. Schauen wir uns noch mal so an, im Ganzen, wie das hier läuft. Ich hoffe, dass sie auch immer die ganze Bestellung bringen und nicht, wenn der jetzt hier zwei Kotflügel rausnimmt und da sind 20 Kotflügel drin in dem Paket, was er bringt, dass er dann wirklich bloß die zwei bringt. Ne? Nicht, dass er
Also ich sag mal ganz blöd, er könnte warten, bis es wirklich leer ist und dann das volle Paket bringen. Das ist effektiver und macht Platz für ja, andere Sachen, sage ich mal. So, was haben wir denn hier noch grau? Hier hat man noch mal weiß. Im Weiß hat man, glaube ich, auch noch nicht. Werden wir mal gucken, wie das funktioniert. Ja, dauert es ein bisschen länger, aber das ist nicht so schlimm. Weißt du was, hier können wir mal noch einen hinsetzen, sehe ich gerade. Können wir nicht, warum nicht? Was ist denn dein Problem? Das ist ja jetzt blöd. Warum geht denn das nicht? Jetzt war zu. Okay. Dann kann man das nämlich alles mit einem Handgriff, denke ich, machen. Okay, es sind 4 Handgriffe. 5. Mhm. Was soll das für eine Farbe sein? Weiß? Hm. Naja, gut. Sieht eher aus wie Perle oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt von der Perle. Wie nennt man das gleich? Von den hellen Perlen hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Perlmut? Perlmut, ne? Sieht eher so ein bisschen so aus als weiß. Müssen wir gleich mal gucken. Hier, mal machen. Das ist gut, das ist auch gut. So, gucken wir mal in die Bilanz, was die Bilanz sagt. Wir sind im Minus. Das ist schlecht. Was sagt denn das Jahr dazu? Hm, mit dem Modell kommen wir irgendwie nicht so gut um die Runden, glaube ich. Hm. So, machen wir nochmal eine andere Farbe. Was hätte man denn noch gerne? Vielleicht das nochmal? Naja. So. Die sind wirklich alle gut, ne? Krass. Also die Qualität stimmt auf jeden Fall. Der Preis, lass mal so. Ich habe ja gesagt, wir machen das so. Hups. Und alles andere werden wir sehen. Das ergibt sich dann. Aber irgendwie kommen wir trotzdem nicht auf den grünen Zweig. Wir sind auch schon wieder mit dem Strom im Minus. Ich wüsste gar nicht warum. Wegen die Gebäude, ne? Ja gut, dann ist das halt so. Ich werde das nochmal hier abreißen. Das werde ich offscreen machen oder ich mache es schnell mit euch. Wir werden erstmal alles hier rauspfeffern. Ja, die Zeit nehmen wir uns. Und dann muss ich mal gucken, wie viele Folgen ich jetzt für die Woche schon habe. Ob es reicht für die Arbeitstage. Die eine ist ein bisschen länger, die andere ein bisschen kürzer, hatte ich ja gesagt. Und ja. Ich glaube aber auch, dass wir so an dem spannenden Punkt angekommen sind, wo wir eigentlich sagen können, ihr könnt das jetzt noch durchlaufen oder durchforschen lassen. Das wäre noch eine Sache. Ja. Da können wir überhaupt mal gucken. Die haben gar nicht. Oh, die haben gar nichts in der Forschung. Was ist hier los? Warum nicht? Oh, da kommt mir gerade ein guter Name. Drei Lichter vorne. Könnt ihr gerne mal einen Tipp in die Kommentare schreiben. Drei Lichter vorne. Was ist es für ein Modell? Ja. Was, oder nicht für ein Modell. Was ist es für ein. Wie heißt es denn gleich? Was ist es für eine Marke? Genau. Also es gibt noch mehr mit drei Lichtern, aber ich meine eine. Ich
gebe euch einen Hinweis, es ist eine europäische Marke. Die gibt es auch noch. Mhm. Haben wir das hier auch alles abgemacht schon? Echt? Cool. Die gibt es auch noch und... Ja, kommt sogar in Hollywood in ab und zu mal vor in den ein oder anderen Film, aber vor allen Dingen auch in einem speziellen Film. Nein, es ist nicht der Grinch. So, ich reiß das mal ab hier, dann kriegen wir Kohle rein. Und ich hoffe mal, dass wir dann jetzt auch hier ein bisschen Strom zurückfahren. Jo, das sieht gut aus. So viel Strom kostet das, ehrlich? Das ist ja krass. So, das werfen wir alles mal weg hier. Ja, ich weiß noch nicht, was wir mit der Fabrik machen. Wir werden sehen. Ich wollte gerne hier expandieren und eigentlich die größte Fabrik bauen, die wir können. Aber ich glaube, der Absatz macht uns hier... Und das ist eigentlich das Problem. Den Absatz kann ich nicht manipulieren. Das ist... Oh, 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 oh. Das war ein Fehler. Da haben wir jetzt ein paar Tausend eingebüßt. Hm, na gut, dann ist das so. Wäre nicht das erste Mal. So, dann drehe ich das nochmal hier. Ja. Das machen wir mal dahin noch. Das kommt dahin. Na, nimm's mit. Nimm's mit. So, und das verkaufe ich hier. Jupp. Gut. Dann haben wir das. Dann können wir das auch noch verkaufen. Das kann auch noch weg. Das kann auch weg. Warte mal. Okay, gut, dann haben wir das Ding hier noch stehen. Da müssen wir dann mal gucken, was wir damit machen. Im Moment stört es uns erstmal nicht. Und wir können drüben dann eine neue Produktionsstraße machen, wenn wir das wollen. So, schaue ich nochmal hier rein zum Abschluss. Okay, den nicht mehr, den auch nicht mehr. Dann machen wir den mal. Machen wir die mal ordentlich hier. Die Schredder. Ne, machen wir auch Schredder hier. So. Schredder. Gucken wir mal, ob das so alles funktioniert. Wunderbar, da kommt wieder Geld rein. 62.000 haben wir. Na, Halleluja. Durch den Verkäufe jetzt, ne? Ja, das waren etliche, die wir bekommen haben. Also wir könnten mit dem Schredder Fahrzeuge schreddern, die wir nicht verkaufen. Das ist schon mal ein nützlicher Hinweis, wenn man mal mit dem, das mal durch versucht durchzuspielen mit den drei hier Daimler-Benz Motorenwagen. So war's, genau. Ich sage immer dreirädriges Ding, aber das ist es ja eigentlich auch nicht. Schredder. 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 Hier kommt alles jetzt in den Schredder. Was nicht gut ist. Solange wir die Kohle wiederkriegen, ist ja cool, ne? So, das können wir mal machen. Und Schredder. Ja, die kaufen es trotzdem, den Schrott. Siehst du? Läuft. Was ist das hier? Ja, die Leute könnten das mal ein bisschen mehr, ne? Und ich wollte ja eigentlich nochmal mit dem... Das mache ich jetzt auch nochmal. Zur Demontagewerkstatt schicken. So, das schauen wir uns nochmal an. Ne, das war das Falsche. Hier müssen wir hin. Aber hier sehen wir nichts, ne? Und das ist hier das, was es dann ist, oder was? Der Inhalt? Weiß ich nicht. Ja, da kommt das erste Auto. Was tut er denn da alles rein? Oh, da hat er alles reingetan. Ja, das nenne ich ja mal heftig. Und wie viel Platz haben wir? Weiß keiner. Wo kommt denn das hin? Alle bestellten Anzeigen. Nee.
Ist schon abgeholt worden? Oder kommt das automatisch in die Sachen hier rein? Ich weiß es nicht. Aber das läuft. Na, ihr seht, das läuft. Das passt wirklich ganz gut. Ich gehe mal wieder auf Türkis. Der wird nicht abgeholt. Der kann mal... Der kann auch mal... Ja, ist irgendwie komisch, ne? Die stehen sich hier den Rost an und die hier vorne werden immer verkauft und dann kommen dann immer die neuen. Und das ist da irgendwie, würde ich es doch so den Verkauf machen. Natürlich, da die ja bestimmt keine Farbe wählen, da das einfach noch nicht so implementiert ist oder was, keine Ahnung, dann würde ich doch sagen, die kaufen das, was hier tipptopp ist und nicht das, was wir hier in die Verwertung oder sonst wohin schicken müssen. Ne? Tja, weiß ich auch nicht. Ist irgendwie komisch, ne? So, ich schicke die alle mal in den Schredder hier. Was ist denn das für einer? Der kann mal zur Aufwertung. Der ist gut. Der ist auch gut. Ja, dann fahren sie mal los, ne? Viel Spaß damit. Haben einen unserer besten Wagen erwischt, kein Montagsmodell. Super Sache. Gut, Leute. Hier staut sich's wieder, aber so soll das sein. Das ist ja eigentlich das, so wie es aussehen sollte und wie es auch funktioniert, und es kommt viel zu viel raus. Wenn ihr noch mal einen Tipp habt, wie ich hier ja das irgendwie den Absatz beschleunigen kann. Also ich bin mit meinem Latein so ein bisschen am Ende. Ich glaube nicht, dass man hier mit Zeitungsannoncen, da tun wir bloß den Ruf machen, aber davon wird doch das Auto nicht besser, oder? Wird davon das Auto besser? Ja, wir haben ja doch Werbung drin, das sehen wir ja. Ich bin ja auch bei 1000, ja, aber, ja, weiß ich nicht. Was hätten wir denn noch für Möglichkeiten? Wir können hier gerne nochmal reinschauen. Das ist nichts, das ist Forschung. Das sind andere Sachen für die Forschung. Die werden wir mal in der nächsten Folge noch freischalten. Und dann geht das Autoforschen noch schneller und besser. Wir könnten hier im Grundboden, das erhöht den Einfluss der Marke auf die Wachstumsrate der Popularität. Da könnten wir nochmal reingehen. Das sind nochmal 10.000, das wären jetzt nochmal 40.000. Weißt du, das machen wir doch mal. Wir haben ja gerade Kohle. Also wenn wir Kohle haben, sollten wir es auch investieren. So. Das waren jetzt mal schlappe 40.000, die wir reingesteckt haben. Vielleicht geht jetzt der Verkauf nach oben. Na, vielleicht bringt das was. Popularität, wir können es uns auch gerne nochmal anschauen hier. 14, 15 Autos, Verkäufer haben wir 4. Warum haben wir 4? Jetzt haben wir 5. Transaktionstische haben wir 6. Kunden haben wir 0. Das ist schon mal positiv. So, was haben wir denn hier so im Jahr verkauft? 30. Hier waren es mal ein paar mehr. Also ich würde mal sagen, so um die 50 Fahrzeuge verkaufen wir schon. Ne? Es geht hier sprunghaft nach oben. Die Popularität steigt auch. Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Die Marke allein bringt uns 230%, also 2,3. Ja, und 0,5 kommt von der Werbung, da sind wir bei 2,8 und 1 ist Standard, ja. Genau, und Werbung haben wir drin, aber Gesamtkosten 85 für Werbung. Ja. Und wo gehen die Teile hin? Wo gehen die Teile hin? Kann ich jetzt verkaufen? Warum kann ich die nicht drüben wieder zuordnen lassen? Warum bringt die keiner rüber? Ist doch Blödsinn, oder? Wenn ich die nämlich jetzt verkaufe... Da komme ich doch schlechter. So, ich habe jetzt ein Auto zerlegt. Wir gucken mal, 26,7. 26,7, das waren 400. Nee, nee, das kannst du knicken. Also das Gebäude ist Schrott. Weil da kann ich es doch lieber einen Schredder schicken, da kriege ich wenigstens meinen Wareneinsatz wieder. Also das ist ja Blödsinn. Das waren jetzt 400. Also ich weiß jetzt nicht, ob er noch was anderes abgezogen hat im selben Moment, wo ich gedrückt habe. Das kann ich nicht sagen. Aber wenn das bloß 400 waren... Ja, dann ist es Schrott unterm Strich. Ja, sind wir ehrlich. So, die langweilen sich hier ein bisschen, oder was? So, verkaufen sie mal hier was, ja. Und sie kaufen gleich mal 2. Sie kaufen 3. Ja, wir haben es da. Was für Frau und Kind mitnehmen, ne? Und der Junior will ja auch noch ein Auto haben. Ha? Machen sie mal hier. So, warte mal, ich muss hier mal ein paar Farben wechseln. Das ist ja furchtbar. Wir müssen mal ein bisschen irgendwie... Haben wir denn mal was Gelbes oder so? Hier. Warte mal, gib mir mal hier die Dings. Gelb sah eigentlich nicht schlecht aus, fand ich. Ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus. So ein bisschen wie Gold eher. Ich würde mal sagen, ist vielleicht eher Gold.
Gut. Okay, Leute, dann springen wir in die nächste Folge. Ich muss jetzt mal durchziehen, wie viel ich für die Woche habe. Heute ist Sonntag. Und ja, vielleicht reicht es bis Sonntag. Sonntag könnte ich wieder neu aufnehmen vielleicht. Müssen wir mal gucken. Also, bedanke mich. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Und ja, schreibt mal in die Kommentare zu den gewissen Fragen, wie ihr das so seht oder wie ihr das so handhabt, den Absatz zu erhöhen. Also, der Absatz ist hier das Limit und das ist eigentlich dumm. Wenn ich viel produzieren kann, warum soll ich es nicht verkaufen? Zur Not darüber eine Preissenkung, muss man gucken. Ja? Kleiner Gewinn ist besser als kein Gewinn. Naja, okay. Dann bis die Tage. Ciao.